Press den vorderen. Damage. Und nicht aborten, nein, continue. Sniperle muss da gleich noch verschwinden. Gut, die beiden mache ich jetzt gar nichts und nächste Runde können sie töten. Ah, das klingt nicht gut. Das war gerade ein Silly, oder? Der da im Hintergrund so vor sich hingemurmelt hat. Da ist mal schön, dass überhaupt welche da sind. Wir brauchen theoretisch noch die Leichen. Aber dass die halt jetzt in so einer mittleren UFO-Mission kommen, ist schon ein bisschen komisch. Aber es ist halt, weil ich gesagt habe, dass es jetzt eine leichte Mission wird. Es ist alles gut. Also, die beiden sprengen wir jetzt mit einer Granate. Ja, die stehen noch so schön. So. Ja, 18 Punkte, da sage ich nie nein. Wer sollte den Kill machen? Maxi hängt noch ein bisschen hinterher. Dacker, dacker mal einen weg. Hoffentlich mit 61%. Nee, schade. Und Alecto ist auch noch nicht so super hoch. Ja, okay, dann schieß auch noch auf den anderen, damit er wenigstens auch noch geholotech wird, falls du den killst. Oh, 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 genau. Und Bot. Bot möchte auch einen Kill haben. Für einen höheren Rang und bessere Perks. Natürlich schießt er daneben. Ist fast so schlimm wie ein Medic. Tutiers ist... Wobei, Moment mal, wenn Tutiers denselben Rang hat wie Alecto, dann sind sie doch schon ziemlich hoch, weil Tutiers war relativ hoch. Ja, du könntest einen Kill gebrauchen. Probier mal. Okay. So, irgendwo ist jetzt eine Serie. Und vermutlich noch 2 bis 3 Outsider. Das heißt, wir warten erstmal ab, bewegen dich von da weg. Einfach da auf den Hügel rauf, ohne Deckung, damit du maximale Sicht hast. Und Schutz halt durch Distanz. Nicht vorrücken jetzt hier. Wir bunkern uns mal kurz für eine Runde hier ein und dann schicken wir den Scout vor. Ja, schon wieder mystisches Krummel. Okay, wir schicken den Scout vor, der aber nur geht und nicht läuft. Allgemein sollte er nur gehen, damit wir jederzeit wieder zurückgehen können. Der Rest. Ja. Ja, warte, du lad mal nach. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei Runden, bevor wir Feindkontakt haben. Hocken noch bestimmt im UFO drin, die Ethereals, oder? Oder der Ethereal? Ja. Richtung UFO. Okay, Scout. Scoute. Idealerweise mit Deckung. Und wir haben 2 Kontakte. Das sind wahrscheinlich eher die Outsider, oder? Na gut, nächste Runde kannst du dahin gehen. Weil die kommen sich hier nicht durch. Hm? Ich wollte eigentlich gehen, ich weiß. Aber so kann ich vielleicht noch den Mail-Container mitnehmen, in dem vielleicht inzwischen noch ein bisschen mehr Mail drin ist. Damit wir mehr Herzoperationen machen können. Und ja, das macht Sinn. So, ihr müsst jetzt alle ein bisschen vorrücken, schneller vorrücken als geplant. Damit der Scouter nicht so ganz alleine steht. Du kannst hoffentlich hinten bleiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du von der Höhe aus über diesen Hügel rüberschießen kannst, aber dann flieg einfach. Ja, flieg bitte hier auf der Stelle nach oben. Höher, höher. Kameraführung ist wieder für die Katz. Miau. Ja gut, so. Da solltest du über den Hügel rüber gucken können, ne? Sehr schön. Steady.
Nix triggern, aber der sollte eigentlich weiter gucken können als du. Ja. Rocketeer. Nee, der muss hoch zu dem Stein und da den Steady, damit der nächste Runde oder übernächste Runde in das UFO reinschießen kann. Ja, jetzt kannst du. Oh? Floater. Oh nee, Floater und Ethereal. Okay, okay. Keine Panik, keine Panik. Panik! Und ja, 6 Mail, das ist doch albern. So, Sniper, Baller, bitte. Du willst ihn nicht töten, ne? Nee. Hast den plus 2 Damage Perk noch nicht, kein Double Tap. Da sollte man nicht zu viel erwarten. Und da du Ruinen-Scout bist, kannst du durch den Overwatch hier weglaufen. Ja, zieh dich bitte hierhin zurück. Das zwingt dann sowohl die Serial, den Serial als auch die Floater dazu aufzurücken. Bewegen die sich noch ein wenig anders, dass sie die abfangen können, wenn sie den Ding laufen. Also die Floater. Flitzpiep kann in die Ecke. Der wirft ja eh drüber seine Granaten. Willst du Deckung sein? Warum nicht, ne? Sei mal Deckung. Dann stellst du dich hier rüber. Oh, außerdem können die ganz gut flankieren. Stell dich mal lieber hier hin. Oh, nicht. Gut. Oh, was? ETF? Also ich hätte nicht gedacht, dass er trifft, der Char. Und ich hätte gedacht, dass er reflektet und überhaupt. Aber das... Das klappt ja richtig gut. Wenn der jetzt im Overwatch-Feuer stirbt, das wäre so albern. Und sogar vom Bot gekillt, der nie irgendwas trifft. Herrlich. Okay. Schon haben wir eine Serial-Leiche. Und ein paar stinkige Floater, weil ihr Boss tot ist, ja. Oh, und ich hätte ihn nicht in Overwatch gehen lassen sollen, weil jetzt ist keine Deckung mehr für sie da. Das heißt, er könnte jetzt, tut es aber nicht. Ja, alles super. Besser hätte es echt nicht laufen können. Dann können wir noch hier einen Flankierten anballern. Aber es ist ein Medic, also trifft er nicht. Taggen. Und taggen. Ja, Bot geht jetzt richtig ab. Wahaha. Hostile removed from play. On Overwatch. Ja, boy. Und der auch weg? Jo. Okay. Das war der Ethereal-Trupp. Also wenn sie das doch noch ein Floater. Solid copy. Mist. Glück gehabt, okay. Ja, da ist noch ein Floater. Und halt die zwei Outsider. Das wollte ich danach eigentlich erwähnen. Oh, Maxi könnte killen für Bonus Exp. Leider nicht, ganz knapp. Oh nö, jetzt kein Versteck spielen. Dödeldu. Scout. Oh, der Scout ist zu weit hinten. On my way. Da ist er. Hm.
Kannst du von da unten? Ja, sehr schön. Weil dann kann er nämlich jetzt wieder runter. Und der ist trotzdem geholotagged. Go, go, bot, bot. Ja, sieht nix. Okay, Sniper-Kill einfach. Ganze Rumgespiele hier. Muss nicht sein. Weg mit dem Floater. Denn alle ordentlich positionieren. Scout macht die Tür auf. Alle ballern rein. Zwei Outsider, drei Outsider sind tot. Und wir haben das im Sack. Klingt gut, oder? Ja, finde ich auch. Back online. Okay. Muss es der Scout sein? Ja, eigentlich schon. Du bist nicht der Scout, du bist der Scout. Du bist nur viel zu weit weg, das ist das Problem. Und dann müsst ihr eigentlich nochmal nachladen und... Schnellsenkel zumachen oder sowas. Ja, sie sind die Riesenfaust hoch. Also sie scheinen mittig von dem UFO zu sein. Also eventuell sehen sie jetzt von hier schräg durch. Jo, und da sind nur zwei. Und sie machen sogar die Tür auf. Das ist doch sehr nett von euch. Sehr, sehr nett von euch. Dann kriegt ihr gleich eine Granate ab. So, keine Deckung für euch beide. Oh, sehr schön, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Maxi wartet nochmal. Guckt, ob da irgendwas überlebt und dann kann sie abstauben. Achso, das war nur eine Schredderrakete. Warum wurden da drei Sachen geschreddert? Na gut, vielleicht haben wir Glück und sie killt. Ja. Eine Exp. Für die Explosen. Oh, hätte ich nicht gedacht. Und vorbei. Continue. Ja, das Serial war eine Überraschung. Aber sein Tod war sehr, sehr unepisch. Wir können jetzt hoffentlich mit der Leiche irgendwas anfangen. Wir könnten auch mit den... Oh, sehr schön. Mit den Sektopods könnten wir auch was erforschen. Das hätte ich vor der Mission schon anfangen können, aber es vergeht ja keine Zeit während der Mission. Also sollte da kein Verlust sein. Du bekommst mehr Grundschaden. Dankwart ist der erste Medic auf Max-Rang, oder? Was haben wir da? Mehr HP für ihn. Mehr Sachen nutzen können, also sehr praktisch wegen den Aufladungen von den Medpacks. Und zwei Medkit-Ladungen. Unabhängig von dem Gegenstand, also sie haben sie immer. Und Medkits machen 4 Punkte mehr in Heilung. Zusätzlich zu den ganzen anderen Buffs? Wahrscheinlich. Das heißt, damit hätten wir eine Komplettheilung. Mit jeder Aufladung. Und wir hätten genauso viele Ladungen wie mit Packmaster. Also ja, das klingt einfach schlichtweg besser. Hast du gerade ein HP verloren? Könnte da bitte jemand zurückspulen? Ich kann das leider nicht in der Aufnahme. Ich hätte schwören können, da stand eine 8. Ha. Da steht aber nichts von minus HP oder so. Restart with Mids. Restart free more. Nö. Steht nichts Negatives. Na gut, vielleicht habe ich mir auch einfach geguckt. Das kann ja auch vorkommen. So, Ethereal Autopsy können wir machen. Das ist sehr schön. Die Ethereal Corps haben wir. Wir haben einigermaßen Loot. Ein Flight Computer nur und keine anderen Sachen. Ja, schade. Aber gut. Grey Market verkauft den Ramsch. This and this. Ka-ching. Und Forschung hat wieder was zu tun.
I've already put the new recruits to work in the lab. Mist. Ja, dank Long War können wir das jetzt sehen. Aber wir können es doch nicht machen. Wir brauchen nämlich 3 Leichen dafür. Also noch 2 Ethereals töten. Aber die Sektopods, die sollten gehen. This heavily armored unit is fully mechanized, though we're still not sure if it has an organic component within. Einfach immer weiter bohren, irgendwann findest du was. Du hast ja 3 von den Dingern zum Testen. Deswegen brauchen die wahrscheinlich als Anforderung so viele Leichen, weil bei den ganzen Sezierungen und so weiter immer was schief geht, weil sie sich zu sehr austobt. Ja, ganz bestimmt. Das dauert nur 3 Tage. Ja, also in 3 Tagen mal wieder nichts zu tun. Weil ich glaube kaum, dass wir innerhalb von 3 Tagen noch 2 Serials finden werden. Ja, gut. Was wollte ich jetzt noch? Hatten wir den Baracken noch was zu tun? Wir haben noch einen neuen. Ich glaube, die Liste ist aber inzwischen nicht mehr aktuell. Gucken wir mal. Zyklon möchte Rocketeer werden. Das passt, wir bräuchten dann auch einen Rocketeer. Du wirst da. Und dann Heat Warhead und Fire in the Hole. Und du heißt jetzt nicht mehr Garrot, sondern Nickname Cyclone. Mit E oder ohne E? Ohne E. Confirm. Und durchstreichen. Kommt mir bekannt vor. Entweder habe ich in der ersten Staffel den Namen schon benutzt oder irgendwo anders. Oder ich habe ihn schon mal vergeben und vergessen durchzustreichen. Na gut, schauen wir. Wir haben schon mal ein Rocketeer mehr. Zwar nur ein Corporal, aber das können wir dann nach und nach hochziehen. So, und jetzt erstmal keine Mission gerade. Ich brauche keine Scientists, nö. Oh je, eine Ratsmission. Was haben wir denn da? Wir kriegen eine Panikreduktion. In Frankreich. Oh, das ist sehr gut. Ah, das ist sehr gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nicht gemeckert. Das ist alles gut. Ratsmissionen sind super toll. Also wir kriegen Kohle, wir kriegen Ingenieure. Beides immer gern gesehen. Weil die Kosten ja inzwischen recht hoch geworden sind für die ganze Ausrüstung. Ja, und Panikreduktion. Gerade in Frankreich ist das genau das, was wir brauchen. Das heißt, wir stürmen jetzt wieder den großen Friedhof. Zum x-12. Mal. Und machen die Bomb-Disposal-Mission. Die hatten wir noch nicht so häufig. Aber die Karte mit dem Friedhof halt schon sehr, sehr häufig. So, wir haben allerdings nicht die besten Leute. Aber ich denke, das ist okay. Ja, Shawnee reißt schon mal recht viel raus. Sunny auch. Also Shawnee wegen Double Tap und ultra viel Schaden. Sunny wegen Hit and Run. Und allgemein recht guten Werten. Ja, ansonsten ist das hier echt ganz schön mau. Die Fatigues sind alle noch 1 Tag bis 6 Tage. Da können wir nicht mal eben kurz ein bisschen weiter scannen. Ah doch, 19 Stunden, 23 Stunden, 1 Stunde. Aber es ist auch ein Rauch, Rauch. Ich guck mal, wie lange das laufen darf. 8 Stunden. Wow, da haben wir richtig viel Zeit, uns vorzubereiten. Hm?